Als ich dann alleine vor dem Flughafen stehe, während Anna-Clara und Boris Eltern wahrscheinlich gerade durch die Sicherheitskontrollen gehen, fühle ich mich wie ein Spion ohne Auftrag. Als hätte mich mein Geheimdienst, für den ich arbeite, einfach vergessen oder irgendwo hingeschickt, wo ich meinen Auftrag abholen soll. Und als ich dann den Umschlag aufmache, der in dem Versteck lag, ist nur ein leerer Zettel drin. Ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben so überflüssig gefühlt wie an diesem Abend in Reykjavik. Später lag ich auf dem Bett im Hotelzimmer, in dem ich in der ersten Nacht mit Anna-Clara übernachtet habe. Ich habe meine Eltern angerufen und ihnen gesagt, dass Boris lebt und dass alles in Ordnung ist und ich noch eine Nacht bleiben muss, weil für mich in dem Flugzeug kein Platz mehr war. Meine Mutter war so glücklich am Telefon und hat sich so gefreut, dass ich mich fast geschämt habe, dass ich mich nicht ausgelassen erfreue. Was für ein Glück, hat meine Mutter immer gerufen. Was für ein Glück, ich bin so froh. Dann schalte ich durch die Fernsehprogramme, während ich noch auf dem Bett liege und Chips aus der Minibar esse. Ich kann mich nicht aufraffen, nochmal aufzustehen oder mir irgendwas anzuschauen in Reykjavik. Ich bleibe bei einer amerikanischen Fernsehsendung hängen, bei der irgendwelche Kandidaten über ein Parcours rennen müssen, wo dauernd Sachen aus der Wand kommen und die Kandidaten mit voller Wucht treffen, sodass sie in dreckiges Brackwasser geschleudert werden. Vorher werden die Kandidaten von einer sehr gut gelaunten blonden Moderatorin interviewt und alle Kandidaten sind sehr zuversichtlich, dass sie es schaffen werden, den Parcours unbeschadet zu überstehen. Und dann rennen sie voller Zuversicht los, nur um kurze Zeit später ins Brackwasser geschleudert zu werden. Die Momente, in denen sie von den Sachen getroffen werden, zeigt die Fernsehsendung dann mehrmals hintereinander in super Zeitlupe. Man sieht die Menschen, wie sie noch total an sich glauben, und dann kommt da so ein Ding von der Seite und sie wurden davon in den Bauch getroffen. Aber das geht so schnell, dass sie immer noch zuversichtlich aussehen, während sie schon voll vom Weg abgekommen sind. Erst während des Sturzes scheinen sie zu realisieren, was gerade passiert ist. Und dann verändern sich ihre Gesichtszüge ganz langsam. Und die meisten gucken nicht schockiert oder schmerzverzerrt, sondern einfach nur extrem verwundert. Als wäre da gerade was passiert, was sie echt am allerwenigsten erwartet haben. Und das finde ich insofern merkwürdig, weil die Kandidaten doch die Sendung wahrscheinlich schon mal gesehen haben, bevor sie da mitmachen. Und deswegen müssen sie doch eigentlich wissen, was sie da erwartet. Das Brackwasser. Voll ins Brackwasser gestürzt.